Diese Spaghetti sind so lecker. Die besten Spaghetti überhaupt. Man merkt, dass ihr zwei Brüder seid. Ihr seid euch sehr ähnlich. Wie meint ihr das? Wir sind doch ganz verschieden. Peppa, Schorsch und ich spielen für euch gleich Puppentheater. Wunderbar. Ruft uns, wenn es soweit ist. Bis später. Ein Puppentheater, das klingt gut. Habe ich noch Zeit für ein bisschen Spaghetti? Bekomme ich auch noch welche? Gleich beginnt das Puppentheater. Hallo, ich heiße Chloe. Und ich bin Peppa. Ein Dinosaurier! Ein gruseliger Saurier! Wirklich? Das ist sehr gut! Bravo! Ich bin Onkel Wutz. Hallo, Onkel Wutz. Hallo, Peppa. Ho, ho, ho! Sieht wirklich aus wie du. Aber mein Bauch ist eigentlich nicht so dick. Ho, ho! Hat mir mein Essen geschmeckt. Onkel Wutz? Schläfst du gleich wieder ein und schnarchst so wie sonst immer? Wie meinst du das? Papa sagt, du schläfst ja immer ein und schnarchst ganz laut, etwa so. Hoho, dein Papa hat recht. Ich schnarche wirklich immer so. Papa Wutz, du hättest das über Onkel Wutz nicht sagen dürfen. Ich glaube, Papa Wutz und Onkel Wutz können uns nicht hören. Papa Wutz und Onkel Wutz sind eingeschlafen. Man merkt, dass sie Brüder sind. Ist was passiert? Hä? Hat das Puppentheater schon angefangen? Schorsch, Schorsch, bist du wach? Was für merkwürdige Geräusche. Ich glaube, wir sollten mal nach oben gehen. Peppa? Schorsch? Seid ihr noch wach? Na, so etwas. Sie schlafen fest. Ach, das waren gar nicht Peppa und Schorsch, die den Radau gemacht haben? Im Moment höre ich nichts mehr. Wahrscheinlich sind sie jetzt doch eingeschlafen. Mal sehen, was es im Fernsehen gibt. Gartenarbeit. Heute sprechen wir über Rosen. Oh, ich liebe Gartenbausendungen. Die Gräfin ist eine außergewöhnlich dornige Sorte. Um sie zurückzuschneiden, fangen sie mit dem Kopf an und knipsen dann die Schösslinge ab. Oma Wutz? Peppa, Schorsch, ihr solltet doch längst schlafen. Schorsch und ich sind aber nicht müde. Können wir noch mit euch Fernsehen? Tja, vielleicht macht euch ein kleines bisschen Fernsehen schläfrig. Die Islandrose ist ein seltenes Vergnügen für den Gartenkünstler. Sie neigt dazu, sich an die Gegebenheiten anzupassen. Das Programm ist aber öde. Gut, jetzt ist der Schluckauf weg. Peppas Anti-Schluckauf-Kur scheint nicht zu wirken. Schorsch, du hast es falsch gemacht. Ich weiß was Besseres gegen Schluckauf. Erst springst du dreimal in die Luft auf einem Bein. Dann wedelst du so mit den Armen und streckst die Zunge raus. Und jetzt schließ die Augen und dreh dich dreimal schnell im Kreis. Hey!
Peppas neue Anti-Schluckauf-Kur wirkt auch nicht. Schorsch hat noch immer Schluckauf. Ich hab's! Schluckauf geht vorbei, wenn man das kranke Schweinchen erschreckt. Schorsch, ich werde dich jetzt erschrecken, aber vergiss nicht, es ist nur ein Spiel und es wird deinen Schluckauf heilen. Vergiss nicht, ich tue nur so, als ob ich schreie. Peppa, mach nicht so wilde Spiele mit Schorsch. Er ist noch klein. Tut mir leid, Mama. Ich wollte nur, dass sein Schluckauf weggeht. Der Schluckauf ist weg. Hier kommt Papa Wutz mit 2 Bechern Saft. Schorsch, du sollst nicht so schnell trinken, sonst hast du gleich wieder Schluckauf. Ich bin nicht so klein wie Schorsch. Ich kann meinen Saft so schnell trinken, wie ich will. Nein, Peppa. Hände weg vom Computer. Und Schorsch, das gilt für dich ganz genauso. Ja, Schorsch. Mach bloß nicht sowas. Peppa, nein. Entschuldigung, Mama. Ich wollte Schorsch nur zeigen, was er nicht tun darf. Oh je, was macht der Computer denn da? Papa Wutz! Papa Wutz! Was gibt's, Mama Wutz? Papa Wutz, schaust du nach dem Computer? Ich mache das Essen, du schaust nach dem Computer. Wie du meinst, Mama Wutz. Aber ich bin nicht sehr gut in sowas. Oh, danke, Papa Wutz. Papa Wutz macht sich an die Arbeit. Manchmal hilft einfach ausschalten. Und dann wieder einschalten. Papa Wutz hat es geschafft. Der Computer läuft. Hurra, Papa! Ja, ich bin halt Experte in diesen Dingen. Papa, dürfen wir das Huhn hat zu tun auf dem Computer spielen? Frag lieber vorher Mama Wutz. Mama hat gesagt, wir dürfen später. Na, wenn es so ist. Aber wo steckt die Diskette? Vielleicht treibt es Peppa ein bisschen zu arg mit Schorsch. Peppa, hast du Schorsch geärgert? Nicht in echt, Mama. Ich bringe ihm nur bei, wie man fängt. Wirklich? Gut, ich kenne ein Spiel, bei dem man fangen lernen kann. Schweinchen in der Mitte. Peppa, du nimmst den Ball und gehst darüber. Und du, Schorsch, stellst dich hier hin. Gut. Ihr müsst jetzt den Ball einander zuwerfen und ich versuche ihn zu fangen. Ich bin das Schweinchen in der Mitte. Mami ist das Schweinchen in der Mitte. Fang, Schorsch! Oh, verpasst. Schorsch hat den Ball gefangen. Hurra! Prima, Schorsch. Nun wirf mal den Ball zu Peppa. Ups, nochmal. Oh, nochmal. Schorsch kann den Ball nicht an Mama Wutz vorbeiwerfen. Komm schon, Schorsch, wirf den Ball zu mir. Dummer Schorsch. Das kann ich doch auch. Peppa möchte das auch mal ausprobieren, aber sie ist zu groß und bleibt stecken. Ich hab den Ball. Peppa ist nun das Schweinchen in der Mitte.
George, fang! Hurra! Hab ihn! George, du bist das Schweinchen. George, fang! Fang den Ball, George! Fang, George! George, fang! Papa Wutz wäscht das Dach. Mama Wutz wäscht die Motorhaube. Peppa wäscht die Türen. George würde gern die Fenster putzen. Aber er ist zu klein. Komm, George. Ich helfe dir. Oh je, George hat seinen Schwamm in eine Matschepfütze fallen lassen. George, du machst ja alles wieder ganz schmutzig. Ich mach das mal sauber. Peppa, nimm nicht das Schmutzwasser. Oh je, jetzt ist das Auto aber wirklich schmutzig. Oh. Macht ja nichts. Wir nehmen den Gartenschlauch und spritzen es ab. Ja, ja. Ich halte den Schlauch. Peppa hält den Schlauch und Papa Wutz stellt das Wasser an. Wo bleibt das Wasser? Oh, Peppa, halt! Entschuldigung. Oh, Papa Wutz, bitte stell das Wasser ab. Oh, keine Panik. Oje, alle sind komplett nass. Jetzt ist das Auto sauber. Wir sind alle sauber. George mag auch überhaupt keinen Salat. Oh je, ich muss doch etwas haben, was George mag. Magst du vielleicht Gurke? Bäh. George mag keine Gurken. Er mag keinen Salat und auch keine Tomaten. Also, George, welches Gemüse magst du denn dann? Schokokuchen. Dummer George, Schokokuchen ist doch kein Gemüse. Naja, George mag das Gemüse bestimmt gleich lieber, wenn es erstmal im Salat ist. Oh, leckere Tomaten, Salat und Gurke. Schnell ins Waschbecken damit. Peppa und George helfen Oma Wutz, das Gemüse zu waschen. Das dürfte sauber genug sein. Oma Wutz hat einen Salat aus dem Gemüse gemacht. Opa Wutz, rufst du alle zu Tisch, bitte? Essen! Oma Wutz hat eine Pizza gebacken. Und hier ist Salat. Aus Opas Tomaten, Salat und Gurke. Dann haut mal rein! George hat seine Pizza aufgegessen, aber nicht die Tomate, den Salat und die Gurke. Oh je, George, magst du deinen Salat nicht? Nein. George, probier ein bisschen von der leckeren Tomate. Bäh. George, das hier ist Gurke aus Opas eigenem Garten. Bäh. Versuch ein Salatblatt, George. Es ist köstlich. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Luzi und Peppa wollen heute zusammen spielen. Peppa hat Luzi gern. Luzi hat Peppa gern. Sie sind die besten Freunde. Peppa.
Peppa, wie wäre es, wenn ihr rauf ins Kinderzimmer geht? Ja, Mama. Schorsch würde auch gern mitspielen. Peppa und Luzi spielen gern in Peppas Zimmer. Schorsch allerdings auch. Nein, Schorsch. Das ist nur was für ganz große Mädchen. Geh und spiel mit deinen eigenen Sachen. Peppa und Luzi möchten lieber alleine spielen. Ich bin die zarte Feenprinzessin. Und jetzt werde ich dich verzaubern. Simsalabim in den Frosch. Schorsch möchte nicht alleine spielen. Schorsch möchte gern mitspielen. Nein, Schorsch. Ich spiele mit Luzi. Such du dir doch mal was anderes. Schorsch möchte mit Peppa spielen. Er fühlt sich ein bisschen einsam. Schorsch, willst du mir helfen? Ich backe gerade Schokoladenkekse. Schorsch, wie wär's? Willst du das auslecken? Schorsch hilft Mama gern beim Backen. Aber noch lieber spielt er mit Peppa. Ich wär wohl Schwester. Was zum Himmel ist hier los? Was für ein Radau! Und guckt mal das Chaos auf dem Boden an. Jemand könnte stolpern und sich wehtun. Jemand ist bereits gestolpert und hat sich wehgetan. Oh je, armer Papa Wutz. Kommt, Kinder, wir räumen gleich ein bisschen auf. Aber Mama, wir spielen Puppe und Dinosaurier. Ihr könnt weiterspielen, wenn ihr aufgeräumt habt. Aber das ist alles von Schorsch. Ach, wirklich? Also gehört dann Schorsch dieses hübsche Kleidchen? Nein. Vielleicht sind doch ein paar Sachen von mir. Genau. Ich helfe Schorsch beim Aufräumen und Mama Wutz hilft Peppa. Wir machen einen Wettkampf. Mädchen gegen Jungs. Gute Idee. Mal sehen, wer von uns schneller ist. Auf die Plätze, fertig, los. Haha, wir gewinnen. Tut er nicht. Da. Oh, was ist das? Teddy, ich hab dich schon gesucht. Schnell, Peppa, räum Teddy in den Spielzeugkorb. Hinein. Und jetzt die Bücher. Sehr hübsch. Was haben wir denn hier? Fausia. Das stimmt. Es ist ein Buch über Dinos. Es ist Schorschs Aufklapp-Dinosaurier-Buch. Das ist ein Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. Stimmt, genau. Oh, das ist ein Brontosaurus. Brontosaurus. Ja. Und das ist ein Triceratops. Triceratops. Gut gemacht, Schorsch. Autsch! Und im Apfel sind noch mehr Samen drin. Für noch mehr Apfelbäume. Ganz genau. Opa, Opa, ich will auch was pflanzen. Wie wäre es denn mit einem Erdbeersamen? Ja, fein. Aus diesem Samenkorn wird eines Tages eine schöne Erdbeerpflanze. Zuerst gräbst du ein Loch. Dann leg ich den Samen rein und deck Erde drauf. Soll ich ihn für dich gießen? Nein, nein. Ich will es machen. Gut. Und nun brauchen wir etwas Geduld. Peppa und Schorsch wollen warten, bis der Samen sprießt. Es passiert überhaupt nichts.
Du wirst mehr Geduld haben müssen, Peppa. Das dauert sehr lange, bis etwas wächst. Peppa, George, wir fahren nach Hause. Aber wir warten doch, bis meine Erdbeere herauskommt. Ich wollte doch Erdbeeren, jetzt. Keine Sorge, Peppa. Beim nächsten Besuch wird das Pflänzchen etwas gewachsen sein. Und dann essen wir Erdbeeren. Genau. Komm schon, Peppa. Bis bald, Opa. Bis bald, Erdbeeren. Opa Wutz sorgt für Peppas Erdbeerpflanze. Nach einiger Zeit entdeckt Opa Wutz die ersten Blättchen. Tag für Tag wird die Pflanze größer und größer, bis Opa Wutz eines Tages eine Entdeckung macht. Erdbeeren. Peppa muss Schorsch suchen. Hab dich! Peppa hat Schorsch gefunden. Schorsch, das Versteck war viel zu einfach. Nun darf Peppa sich verstecken. 1, 2, 3. Ich helfe Schorsch beim Zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los geht's, Schorsch. Du kannst anfangen. Jetzt muss Schorsch Peppa suchen. Peppa ist nicht unter dem Tisch. Schorsch? Schau doch mal oben nach. Peppa ist nicht unter dem Bett. Was war denn das für ein komisches Geräusch? Peppa ist auch nicht hinter dem Vorhang. Da war wieder dieses komische Geräusch. Was kann denn das sein? Schorsch hat Peppa gefunden. Schorsch hat mich gefunden. Jetzt muss Papa sich verstecken. Oh, ich finde, Schorsch sollte noch mal suchen. Luzi Locke, Klausi Kleff und Luisa Löffel rutschen auf der Rutsche. Hui. 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 Peppa schaukelt auf der Schaukel. Mama, Mama, schubs mich an. Bist du soweit? Ja, aber bitte schubs richtig doll. Hui! Hör, Mama! Hui! Schorsch möchte auch mal schaukeln. Jetzt bist du dran, Schorsch. Gut festhalten. Ich möchte Schorsch anschubsen. Aber nicht so feste, Peppa. Ja, Mama. Halt dich fest, Schorsch. Hui. Oh je, Peppa hat Schorsch zu sehr angeschubst. Schorsch schaukelt nicht gern so hoch. Peppa, du weißt doch, dass Schorsch davor Angst hat. Entschuldigung, Schorsch. Wir gehen aufs Klettergerüst. Hallo, Luzi. Hallo, Klausi. Hallo, Peppa. Hui. Hui. Ihr schaukelt alle falsch. Seht her, so schwingt man nämlich richtig rüber. Bahn frei. Achtung, fertig, los. Hui. Guckt alle her. Ich fliege wie ein Vogel. Oh, ich komme hier nicht raus. Peppa steckt im Reifen fest. Das ist
nicht witzig. Ein bisschen witzig sieht es schon aus. Wir holen dich da raus. Peppas Freunde helfen alle mit. Papa, bist du sicher, dass Schorsch groß genug ist? Er wird's schaffen. Na gut, wir gehen rein. Bis bald. Die Kindergärtnerin heißt Madame Gazelle. Hallo, das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Hallo, Schorsch. Ich hätte auch gern einen Bruder wie Schorsch. Wirklich? Hallo, ich bin Klausi Kleff. Ist das ein Dinosaurier? Bloß ein Spielzeugsaurier. Saurier. Spitze. Saurier. Saurier. Ah, wirklich schaurig. Das ist echt spitze. Schorsch ist mein Bruder. Und er ist spitze. Peppa ist stolz auf ihren kleinen Bruder Schorsch. Wollen wir Schorsch zeigen, wie wir mit Wasserfarben malen? Schorsch ist nicht so gut im Malen. Vielleicht kannst du ihm helfen. Ja, ich male sehr gut. Ich könnte ihm eine Blume vormalen. Schorsch, heute werde ich dir beibringen, wie man eine Blume malt. Zuerst malst du mal einen Kreis. Nein, Schorsch, das ist die falsche Farbe. Nun malst du die Blütenblätter. Schorsch. Mach die Wand nicht kaputt, Papa. Hohohoho, sei nicht albern, Peppa. Kinderleicht. Oh, so war das aber nicht gedacht. Papa Wutz hat ganz viele Risse in die Wand gemacht. Oh, Papa, jetzt ist die Wand kaputt. Ach was, die paar Risse, da hängt das Bild drüber. So. Ich sehe die Risse immer noch, Papa. Ja, ich werde den Nagel rausziehen und die Risse zuspachteln. Mach keine Sauerei, Papa. Sei nicht albern, Peppa. Gleich habe ich ihn. Oh! Oh, Papa! Jetzt ist die Wand aber richtig kaputt. Meinst du, dass Mama was merkt? Ja, das wäre gut möglich. Schnell, Schorsch! Was machen die beiden? Papa, wir können dich sehen. Papa Wutz muss die Wand reparieren, bevor Mama Wutz nach Hause kommt. Ziegelstein bitte. Zuerst füllt Papa Wutz das Loch mit Ziegelsteinen. So. Als nächstes verputzt Papa Wutz die Steine. Hohoho, kinderleicht. Dann streicht Papa Wutz die Wand an. So gut wie neu. Die Wand ist repariert. Hurra! Was für ein Geräusch macht so ein schöner Schwan? Miau. Nee. Nee. Grazie und Anni. Peppa ist eine begeisterte Tänzerin. Alle sind begeisterte Tänzer. Mama, Mama, ich hab
wie ein Schwan getanzt. Peppa hat schön mitgemacht. Ich kann jetzt mit Grazie und Anmut tanzen. Das kannst du. Soll ich dir zeigen, wie das geht? Gleich zu Hause. Da zeigst du es Papa Wutz und George und mir. Bis bald. Jetzt sind Peppa und Mama Wutz zu Hause. Papa, George, ich will euch zeigen, wie man Ballett tanzt. Ist es sehr schwierig? Für mich war es ganz leicht, aber für dich und George und Mama ist es furchtbar schwierig. Zuerst brauche ich Musik. Gut. Also, ich mache das jetzt erstmal vor und ihr macht mir alles nach. Die Madame hat komische Wörter benutzt, aber eigentlich beugt ihr nur so die Knie und springt dann. Ah, ein petit jeté. Papa, du kennst ja die komischen Wörter. Ich habe früher mit Mama auch Ballett getanzt. Pass lieber auf, Papa Wutz. Am besten waren wir im Pas de deux. Hoppla! Was war das für ein Geräusch? Peppa! George! Schnell! Kommt ins Haus! Mama, da hat was geknallt! Ja, das war Donner. Das heißt, dass gleich ein Gewitter kommt, mit viel Regen. Schnell, rein ins Haus, bevor es regnet. Keine Panik, der Regen ist noch ganz weit weg. Der Himmel wird immer dunkler. Gleich geht das Gewitter los. Peppa, George, habt ihr alle Spielsachen ins Haus gebracht? Sophia! Gut, der Dinosaurier ist in Sicherheit. Teddy! Ich hab Teddy vergessen. Er wird ganz nass. Keine Sorge, Peppa. Ich werde Teddy retten. Aber du musst dich beeilen. Es wird bestimmt gleich regnen. Ich kenne mich aus mit Gewitter. Ich hab noch viel Zeit. Na also, es regnet noch lange nicht. Armer Teddy, er ist ganz nass, guck. Ja, armer Teddy, wir trocknen ihn ab. Armer Teddy. Und schon ist dein Teddy wieder trocken. Tschi, hey, und was ist mit mir? Ich bin auch ganz nass. Oh, armer Papa. Schnell abtrocknen. Und schon bist du wieder warm und trocken. Oh. Jetzt ist der Regen drin. Ohne seine Brille kann Papa Wutz seine Zeitung nicht lesen. Das ist ja nicht zu fassen. Ich erkenne nichts. Jemand muss meine Brille verbummelt haben. Erinnerst du dich, wo sie zuletzt war, Papa Wutz? Wenn ich sie nicht trage, ist sie immer in meiner Tasche. Aber da ist sie nicht. Papa, dürfen wir dir beim Suchen helfen? Gute Idee, Peppa. Wenn du sie findest, ist Papa bestimmt nicht mehr so grantig. Ich bin nicht grantig. Peppa und George suchen nach Papas Brille. Peppa sucht unter der Zeitung. Doch da ist Papas Brille nicht. Oh. George sucht oben auf dem Fernsehgerät. Doch da ist Papas Brille auch nicht. Oh. Lass uns mal oben im Schlafzimmer nachsehen. Peppa und George suchen im Schlafzimmer von Mama und Papa Wutz. George, pass auf, dass du hier nichts umstößt. Das ist nicht lustig.
Peppa sucht unter den Kopfkissen. Aber da ist Papas Brille nicht. Oh. Schorsch sucht in Papas Hausschuhen. Aber da ist Papas Brille auch nicht. Lass uns im Bad nachschauen. Peppa und Schorsch suchen im Badezimmer. Die Brille ist nicht in der Badewanne. Oh. Und in der Toilette auch nicht. Oh. Die Brille ist futsch. Du hast auch ein Babyfahrrad, Peppa. Du brauchst ja noch Stützräder. Ich kann schon ohne Stützräder fahren. Ich auch. Und ich. Wer als erster oben ist? Kommst du mit, Peppa? Nö, ich bleibe lieber hier. Bis später dann. Ja. Peppa würde am liebsten ohne Stützräder fahren. Papa, ich will meine Stützräder nicht mehr haben. Kannst du denn ohne sie fahren? Ja! Na gut, Peppa, ich mach sie ab. Und schon hat Peppas Fahrrad keine Stützräder mehr. Sag mal, willst du wirklich ohne die Stützräder fahren? Ja! Kannst du das denn schon? Jawohl, ich krieg das ganz bestimmt hin. Das ist nicht witzig. Es ist ganz schön schwierig, ohne Stützräder zu fahren. Brauchst du Hilfe, Peppa? Au ja, Papa. Okay. Achtung, fertig, los. Lass nicht los, Papa. Keine Sorge, ich hab dich. Du bist schon richtig gut, Peppa. Halt fest, Papa. Weiter strampeln. Peppa fährt ganz allein, ohne Stützräder. Papa, wo warst du denn? Du kannst ja schon ganz gut alleine fahren. Ehrlich? Ja, du bist richtig gut darin, Peppa. Wirklich? Oh, ich kann's, yippie. Alle mal hergucken. Ich kann jetzt ganz alleine Fahrrad fahren. Klausi, Luzi, Luisa, schaut mal. Ich bin jetzt auch endlich meine Stützräder los. Könnt ihr sehen? Hurra! Schorsch, ich werde nicht schlafen. Lass uns die ganze Nacht wach bleiben. Ich will die Zahnfee sehen. Die Zahnfee kommt ganz schön spät. Die Zahnfee lässt sich wirklich Zeit. Wo bleibt diese Zahnfee? Was ist das für ein Geräusch? Ist es die Zahnfee? Schorsch, hörst du das auch? Ach, Schorsch. Das Geräusch kommt nur von Schorsch. Er ist einfach eingeschlafen. Schorsch ist wirklich überhaupt nicht gut im Wachbleiben. Ich schon. Ich werde wach bleiben und die Zahnfee sehen. Ich werde nicht einschlafen. Die Zahnfee ist da. Aber Peppa schläft tief und fest. Hallo, Peppa. Gibst du mir deinen Zahn für diesen schönen Goldtaler? Wie blitzeblank der Zahn ist. Schönen Dank, Peppa. Schlaf gut. Peppa, Schorsch, wacht auf. Guten Morgen. Was? Ich hab doch gar nicht geschlafen. War die Zahnfee da? Nein. Guck doch mal unter dein Kissen. Sieh mal, Peppa. Die Zahnfee war da und hat dir einen Goldtaler gebracht. Hurra! Du hast also doch geschlafen, oder? Also vielleicht, aber nur ein kleines bisschen. Beim nächsten Mal bleibe ich aber wach. Und dann werde ich die Zahnfee bestimmt sehen. Oh.
Das war's schon. Du siehst sehr schick aus mit Schwimmflügeln, Schorsch. Und jetzt komm ich dran. Gut. Jetzt geht's ab ins Wasser. Hurra! Ist das Wasser kalt? Es ist herrlich und warm. Halt, halt! Du hast angefangen, Papa Wutz. Ups! Ich glaube, wir haben genug gespritzt. Hui! Papa, ich liebe den Strand. Peppa und Schorsch lieben den Strand. Alle lieben den Strand. Peppa, Schorsch, wollt ihr mal mit euren Eimern und Schaufeln spielen? Au ja, Mama! Papa, Papa, dürfen wir dich im Sand verbuddeln? Tja, Bitte, Papi. Oh, na gut. Yippie! Peppa und Schorsch verbuddeln Papa Wutz im Sand. Halt, halt! So. Jetzt kannst du nicht mehr weg. Mein Kopf wird ein wenig heiß. Bekomme ich meinen Strohhut? Wenn du schön bitte sagst. Bitte, bekomme ich meinen Strohhut? Ja, bekommst du, Papa. Das ist fein. Vielleicht mache ich einfach ein kleines Schläfchen. Und hier ist ihr Kleid. Das funkelt aber. Schau mal hier. Das ist ihre goldene Krone. Boah, die war bestimmt teuer. Mama, wo ist der Königsfernseher? Den gab's damals noch nicht. Kein Fernseher? Gab es auch keine Computer? Nein, die gab es damals auch noch nicht. Was haben die dann gemacht? Mama, als Königin kann man so viel Kuchen essen, wie man möchte. Peppa stellt sich vor, sie wäre Königin. Köstlich. Darf ich euch sonst noch etwas bringen, Majestät? Ja, mehr Kuchen. Sofort. Kommt, wir gehen weiter. Ich komme schon. Papa, ich bin die Königin. Du musst dich verbeugen, wenn du mit mir sprichst. Oh, ich bin untröstlich, königliche Hoheit. Wer seid ihr überhaupt? Na, euer Papa. Das muss sehr aufregend sein. Ja, das kann ich euch versichern. Was ist das für ein Raum? Das ist der Dinosaurierraum. Der Dinosaurierraum? Schorsch, das ist der Dinosaurierraum. Saurier. Wo ist denn der Saurier? Er ist hier irgendwo. Ich sehe ihn nicht. Vielleicht ist es ein Minisaurier. Eigentlich ist er sehr groß, Peppa. Boah. Das sind die Knochen eines echten Dinos. Saurier. Peppa hält den Schlauch und Mama Wutz dreht den Hahn auf. Wo bleibt das Wasser? Im Planschbecken ist es einfach herrlich. Die Eiscreme-Frau. Eiscreme. An sehr heißen Tagen verkauft Frau Mümmel Eiscreme. Mama, Papa, kriegen Schorsch und ich ein Eis? Na klar, schließlich ist heute ein besonders heißer Tag. Hurra! Bringt ihr mir auch ein Eis mit? Alle mögen Eiscreme. Hallo Mama Wutz, Peppa und Schorsch. Hallo Frau Mümmel. Was hättet ihr denn gerne?
Kann ich bitte ein Hörncheneis haben? Aber natürlich, Peppa. Danke. Dasselbe für mich und für Papa Wutz, bitte. Und was darf es für den kleinen Schorsch sein? Sausier. Einen Saurier? Dummer Schorsch. Sausier ist das einzige Wort, das Schorsch sagen kann. Tja, zufälligerweise habe ich gerade ein Saurier-Eis für dich dabei. Sausier. Schorsch, nun iss mal dein Eis, bevor es schmilzt. Sausier. Schorsch findet das Saurier-Eis so schön, dass er es nicht essen will. Danke sehr, Frau Mümmel. Genieß das Wetter. Schorsch, du solltest dein Saurier-Eis jetzt wirklich essen, bevor es schmilzt und zu Boden fällt. Oh je, Schorschs Saurier-Eis ist geschmolzen und runtergefallen. Wein doch nicht, Schorsch. Papa gibt dir von seinem Hörncheneis bestimmt gerne was ab. Vielleicht sollte ich doch etwas trainieren. Ja, Papa. Und ich beginne gleich morgen. Papa Wutz, du musst mit dem Training jetzt anfangen. Oh. Keine Sorge, Papa. Ich helfe dir dabei. Oh, na gut. Peppa, du wirst meine Trainerin. Was soll ich zuerst machen? Zuerst machst du ein paar Liegestütze. Das ist leicht. Eins, zwei. Fertig. Sehr gut, Papa. Und jetzt machst du davon 100. 100? Ja. Kommt, Kinder, helft mir beim Kochen. Ich helfe auch. Nein, Papa. Du musst noch 100 Liegestütze machen. Oh. Eins. Zwei. Drei. Mama Wutz, Peppa und Schorsch bereiten in der Küche das Essen vor. Papa Wutz macht immer noch Liegestütze. Papa macht das sehr gut. Neun. Ja, ich hoffe nur, er übertreibt es nicht. Ich geh mal nachsehen. 13. 14. 15, 16, 17. Papa Wutz, du schummelst. Du solltest doch Liegestütze machen. Oh, da war gerade was Interessantes im Fernsehen. Schlimmer, Papa. Vielleicht geht es besser mit meinem alten Trimmrad. Aha, das macht bestimmt Spaß. Da kann ich gleichzeitig Radfahren und Fernsehen. Das ist unmöglich. Das Trimmrad ist zu laut. Ich kann das Fernsehen nicht hören. Aber irgendwie musst du ja fit werden. Ich weiß es. Du kannst mein Fahrrad haben. Ja, da kommst du auch noch an die frische Luft. Papa Wutz will mit Peppas kleinem Fahrrad fahren. Papa, hier sind die Pedale. Das sind die Bremsen. Und hier ist die Klingel. Ja, danke, Peppa. Ich weiß. Tschüss.